hoffe, dass es den Hype, den es mittlerweile aufbaut, irgendwie rechtfertigen kann. Morning Saibi, mein Bester. Lass uns mal reingucken, ich habe noch keine Sekunde gesehen. Krass, wie sehr sie mittlerweile immer noch mitteilen, Leute, das Game ist nicht fertig. Was ihr hier seht, ist eine aktuelle Version oder auch vielleicht eine veraltete Version, damit die Leute nicht denken, oh, guck mal, da ist ein Bug, aber das wollen die jetzt releasen. Das ist wirklich noch nicht fertig und es gab jetzt so einen Screenshot von einem, der da irgendwie mit den Entwicklern gesprochen hat, der gesagt hat, wird fertig sein zum 25. Dezember 2022, halte ich erstmal, um ehrlich zu sein, für eine gewagte These und glaube ich also auch wirklich nicht. Vor allen Dingen, dass die es einfach so rausposaunen, würde gar keinen Sinn machen. Wenn ihr euch fragt, wer das hier ist, Simon ist der Lead-Entwickler, JTAG ist der Organisator, Sass ist eine Frau, Entwicklerin, die kümmert sich dort ausschließlich um grafische Inhalte. Die beiden kenne ich nicht, Jimbo ist einer der Entwickler, Restag kenne ich nicht, Jeebus kenne ich nicht und Eden kenne ich auch nicht, aber Level 1... So wie ich das sehe, könnte man mich da auch reinwerfen statt ihm. Ich hätte kein Problem, das mitzutesten. Ich würde Geld dafür zahlen. Übrigens, das hier soll diese Ingame-Währung sein. Nicht erschrecken, keine Währung, die man für richtiges Geld kauft, sondern soll die Ingame-Währung sein, die man mit den Runden automatisch erspielt, womit man sich Aufsätze sowas kaufen kann. Also sehr, sehr cool eigentlich. Ich mag auch die Prestige-Symbole. Das hier Standard-Prestige-Symbol. Also ich glaube, vieles von dem, was wir hier sehen, machen die schon mit Absicht so. Das hier sieht auch absolut clean aus, ne? Lobby, Loadouts, Settings, fertig. Nicht overloaded dieser Bildschirm oder wichtige Infos wie hier im BO4, so ganz klein da in der Ecke. Das hier, da freue ich mich am meisten drauf. Invite via Session Code. Ihr könnt, wenn ihr private Games macht, aktuell ist es so, ihr müsst einfach 100.000 Leute in eurer Freundschaftsliste annehmen. Die müssen euch eine FA schicken, das wird nicht angezeigt. Hier kreiert ihr für eine private Session einen Code. Der Code ist meinetwegen jetzt ganz vereinfacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr schickt eurem Chat zum Beispiel diesen Code und jeder kann diesen Code eingeben. Braucht nicht in eurer Liste sein und ist automatisch in eurem privaten Game. Warum Call of Duty das seit 10 Jahren nicht hinbekommt, ich habe keine Ahnung. Moin Optics, mein Bester. Auf Terminal auch noch. Also grafisch und soundtechnisch, dafür, dass man hier auf einer ganz alten Engine arbeitet, ist das schon sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, sie machen genau das, was sie machen müssen. Guck mal hier unten. Schalldämpfer und erweitertes Magazin. Es gibt hier keinen Schwachsinn mit 18.000 Aufsätzen, 34.000 Varianten, zwei Aufsätze, wahrscheinlich eine Wildcard für einen dritten Aufsatz, fertig. So, wie sich das gehört.
Was würde ich dafür geben, wenn ich das mitspielen dürfte? Was würde ich dafür geben, wenn ich da jetzt schon reingehen könnte? Eine Tiger Shark! Ey, die ist aus BO4, oder nicht? Tiger Shark? Sieht aus, als wenn es aus BO4 wäre. Also dieses Rocket Khan, ich schwör's euch, Leute, ich werde nie wieder einen Rocket Khan empfehlen. Garten Gnome, mein Bester, vielen Dank für den dicken Sub für den 3. Monat. Chat, Liebe dalassen, vielen Dank, mein Bester, herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Meinem Hund geht super, er liegt direkt rechts neben mir und pennt. Simon, Alter, er meint Business. Genau, und das ist das, was ich meine. Je nachdem, welche Platzierung ihr habt, ist aus BO4, ne? Stimmt. Und das hier, Leute, sieht man schon, ist so diese Ingame-Währung, mit der die arbeiten wollen, wo du für Games im Prinzip Geld gewinnen kannst, und mit diesem Geld, Ingame-Währung, wie auch immer sie es am Ende nennen werden, nennen wir sie mal die SM Squares zum Beispiel, haben sie dann die Möglichkeit, Waffen zu kaufen, Aufsätze zu kaufen, Perks zu kaufen, all sowas. Hat da gerade einer einen geteabaggt? Achtet mal auf den. Moin, Coach. Tschüssi. Guck mal, ein richtiges Scoreboard mit Score, mit Kills, mit Assists, mit Toten, mit einer KD, mit dem aktuellen Ping. Wie kann es sein, dass die das hinkriegen und ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen ist, zu dem nicht ein Scoreboard einzufügen? Also, es ist unfassbar. Wenn Activision schlau wäre, ne, oder Microsoft, würde ich jetzt schon an die Entwickler rantreten, versuchen, selber da irgendwelche Aktien in dieses Projekt zu bekommen, denen finanzielle Unterstützung anzubieten und denen zu sagen, ihr behaltet das Ruder, ihr entscheidet, wir helfen euch. Ein Scoreboard bringt kein Geld, ja, aber ein Scoreboard sorgt dafür, dass ein Game halbwegs vernünftig aussieht, wie man es kennt nach 15 Jahren COD. Ey, Terminal und eine Tiger Shark aus BO4. Shipment? Oh wei. Oh wei. Ich habe das Gefühl, dass die wirklich weiter sind, als wir teilweise denken mit dem Ganzen. Gun Game. Humiliated. Geil.
Ne Emily! Also wir hatten jetzt innerhalb von 15 Sekunden eine Waffe aus BO3, aus BO4, aus MW2, aus allen möglichen Games. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? CJ, 25.12. ist überhaupt nicht bestätigt, kein gar nichts. Also nicht falsche Infos raushauen. Nee, mach nicht sowas. Eine SVU? Ist sie nicht aus? War das BO3? BO4? Ballistic Knife. Mann, ich hätte so Bock, stundenlang mit denen zu testen und zu spielen. Das ist so krank. Steffi, das wird for free sein. Die werden das nicht verkaufen. Sobald das da ist, brauchst du nur MW2 für Steam, glaube ich. Ja, Steam, MW2. Und dann kann man es im Prinzip direkt spielen. Moin Dani, mein Beste. Seht ihr den vom kommenden besten COD aller Zeiten? Also, das Schlimme ist ja, so ein Hype, wie das mittlerweile so verursacht und wie das aussieht. Es klingt alles viel zu gut, als dass es wirklich so nachher ist. Aber ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, es kommt nicht für Konsole, das werde ich nicht spielen können. Also, wer im Jahr 2022 zu Hause keinen Rechner hat, der sowas unterstützt, ja, also, es geht halt nicht auf Konsole. Moin Osch, es geht nicht auf Konsole. Das ist mit den Lizenzen von Sony und Microsoft nicht machbar. Und guckt euch das an, wie viele Leute mittlerweile für Warzone und Rebirth auf den PC wechseln, um FOV alles zu haben. Also, ach Mann, ich freue mich sehr auf dieses. Also, ich freue mich echt hart drauf. Übrigens, Fun Fact, wir sehen in einem von privaten Leuten gemachten Game, Gun Game, während Vanguard bis zum heutigen Tage kein Partyspielmodus hat. One in the Chamber, Gun Game, Prop Hunt, Michael Myers, irgendwas. Vanguard hat gar nichts davon. Nicht einen einzigen Partymodus. Dom? Okay, also man merkt den an. Stock und Stein zum Beispiel, genau, ist auch nicht dabei. Also die wollen was zeigen. Die Jungs und Mädels wollen unbedingt was zeigen. Sie wissen natürlich auch, wie viele Leute darauf warten, dass man hier die Hände dran kriegt. Und ich glaube, ich habe ganz gute Aktien, früh dran zu sein. Controller wird unterstützt, ja. Oh, da ist aber gerade heftiger Lag bei ihm. Falls ihr es gesehen habt. Da leckt es gerade auf dem privaten Server. Olympia, nein. Nein, Olympia.
Das hier sieht aus wie die OTS. Die BAL, die Ball, die ist auch aus Advanced Warfare, oder nicht? Eine Maddox! Eine ARX aus Ghost? Als Burst? Oh, ich bin verliebt. Oh, ich bin verliebt. M27 Thermal. Die Waffe schlechthin aus Call of Duty Ghosts. Ich will Kinder mit den Entwicklern machen, nur um das spielen zu können. Also rein grafisch sieht Dom so aus, als wenn sie da noch ein bisschen dran arbeiten würden, um ehrlich zu sein. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, der Flow, der spielt so auf einem hohen Ping gerade, ist wahrscheinlich ein privater Server irgendwas. Hier sieht man Killstreaks an der Seite. Ich weiß nicht, was das... Ein Orbitalsatellit vielleicht? Das hier sieht aus wie das Symbol von der V2. Das hier weiß ich nicht. Also da eine offene Alpha... Hey, schon Bock drauf. Olli, du möchtest meiner Freundin Geld zu ihr nach Hause bringen? Okay. Okay. Intervention. Oh. Oh. Da werden viele von euch wahrscheinlich jetzt Tränen machen. Lynch aus Ghost. Oh.
China Lake. Oh, ist das geil. Das Sportsmanship, ne? Alle arbeiten zusammen an einem dickes GG von jedem Einzelnen.